So, und da sind wir jetzt wieder zu einer neuen Folge Final Fantasy. Hoffentlich diesmal auch mit Sound. Es tut mir so wahnsinnig leid, dass es beim letzten Mal so ein Stummfilm wurde. Ich habe die ganze Zeit Musik gehört, ich habe die ganze Zeit Ton gehabt. Aber letztendlich hatte ich dann gesehen, dass nachher die Tonspur aber nicht mit auf dem Video war. Ja, das heißt, ich habe zwar hier quasi intern gehört, aber es wurde nachher nicht mit ins Video mit eingetragen. Und ja, scheiße. Ne? Deswegen tut mir das wahnsinnig leid. Aber zum Glück gab es in der letzten Folge jetzt auch nicht so viel zu sehen. Gut, ein paar Audiodialoge natürlich mit hier mit dem Alten. Die fehlten dann natürlich. Gut, okay. Aber es war dann halt mal eine Folge, ne? Die dann halt mal ohne Ton war. Ich glaube, ihr habt, glaube ich, nicht so viel verpasst. Und es waren keine Hauptszenen dabei. Von daher war alles gut. Und sollte jetzt eigentlich auch wieder alles funktionieren. Hoffe ich zumindest. Sonst kriege ich einen offiziellen Schreikrampf. Und ja, was machen wir denn heute? Ich wollte eigentlich... Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir hier die letzte Prüfung. Die könnte man natürlich machen. Ich glaube, wir machen die. Ne? Ich wollte eigentlich erstmal, glaube ich, den anderen Quark machen, so wie hier oben zum Beispiel, so die Fights und sowas. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock, auch die Quests zu machen. Dann lass uns mal... Wo müssen wir überhaupt hin? Achso, da ist er ja. Hallo! Sprechen Sie mit mir. Okay, ich folge ihm einfach mal. Unauffällig. Da sollen wir wahrscheinlich rein, wa? Bin mal gespannt, was für eine letzte Prüfung das ist. Kein Scheiß mit mir. Jetzt. Bist du bereit für deine letzte Prüfung? Junge, ich bin bereit geboren. So, Chocobo Armreif. Besiege den Chocobo Weisen. Prüfung antreten, machen wir mal. Mal gucken, was wir machen müssen. Irgendwie ein Schweinkram. Ich glaube, wir bleiben mal da. Beschleunigung ist gut, Geschwindigkeit ist meh. Benutze deinen Kopf, noch nichts ist verloren. Ja gut, wir machen einfach mal. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach wieder... Bist du bereit für deine letzte Prüfung? Antreten? Ja. Das habe ich doch gerade schon gemacht. Ja. Rennen beginnen. Achso, okay. Ich habe die falsche Taste gedrückt, alles klar. Also doch tatsächlich ein Rennen gegen ihn. Na, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe, bitte. Ich hoffe. Ich muss mich jetzt mal, glaube ich, wieder eingrooven. Ich glaube, ich werde die erste Runde wieder verlieren. Weil Chocobo habe ich länger jetzt schon nicht gespielt. Das war ja auch wieder mit... Achso, okay. Drift mit R2. Ups. Okay. Ja, okay, ich muss mich das mal wieder... Ich muss mich da... Ich starte nochmal neu. Weil, ich muss mich jetzt mal wieder so ein bisschen einfahren, hätte ich fast gesagt. Also einfahren, einlaufen. So, das ist beschleunigen und das ist das, okay. Ich meine, wir machen den sicherlich schon platt, da gehe ich von aus. Aber wir sehen auch viel besser aus, muss ich sagen. So. Oh, das war dumm. Aber wir holen langsam wieder auf. Ja, okay, können wir gleich nochmal starten. Chocobo Spritzer L1. Chocobo Sprint. Benutze deinen Kopf. Noch nichts verloren. Okay. Gut, wir müssen gleich mal ein bisschen trainieren.
Aber das kriegen wir schon hin. Wir machen ihn schon fertig. Das kriegen wir hin. So gut ist er nicht. Den kriegen wir hin. Den machen wir platt. Spezialrennen. Zu spät. Und nochmal. Ah, wieder gleich zum Anfang der Folge. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einspielen. So, sieht ganz gut aus. Wir sind ganz gut vorne momentan. Das war sauknapp. Das sieht gut aus momentan. Aber er kommt ein bisschen näher ran. Muss aufpassen. Mist! Hängt dran. So, easy. Easy. Mal eben fertig gemacht, den Heinz. So, so sieht es nämlich aus. Okay, beim 35. Versuch gefühlt. Aber gewonnen ist gewonnen. Sehr schön. Geschafft. Du hast meine Erwartungen weit übertroffen. Ja. Bist ja ein richtig talentierter junger Bursche. Auch schon bemerkt? Der Punkt geht an dich. Wirst es sicher weit bringen. Und alles dank mir. Na klar. Ich höre die Rennwelt schon klagen. Ehrwürdiger Meister, löst euer Versprechen ein und erzählt mir von meinem Vater und Sam. Also gut. Was willst du wissen? Alles, bitte. Wann waren die zwei hier? Als sie etwa in deinem Alter waren, glaube ich. Da standen sie auf einmal auf der Matte und haben mich gebeten, sie auszubilden. Hab sie abgewiesen, weil ich mich schon zur Ruhe gesetzt hatte. Aber die Bengel sind einfach hier geblieben. Also habe ich sie Dinge für mich erledigen lassen. Und so fing es an. Was haben sie denn hier gemacht? Nichts Besonderes. Einfach hier gelebt. Sie haben für mich sauber gemacht, eingekauft
und hier und da auch Reparaturen erledigt. Das übliche Tagewerk halt. In ihrer Freizeit haben sie auf eigene Faust Chocobos beobachtet und in meinen Büchern über die Vögel gestöbert. Und ständig darüber diskutiert, wie man Chocobos am besten aufzieht. Okay, und wie war ihr Verhältnis? Also, die dicksten Freunde waren sie nicht. Ich wusste es. Ihre Ansichten über die Chocobo-Aufzucht waren einfach zu verschieden. Ständig sind sie darüber in Streit geraten. Manchmal sogar mit den Fäusten. Aber auch nur, weil beide so eine große Leidenschaft für die Vögel hegten. In dieser Hinsicht waren sie wie Brüder. Und ich glaube, im Grunde ihrer Herzen haben sie sich auch als solche betrachtet. Okay. Ja gut, dann... Und? Wie fühlst du dich jetzt? Konnte ich dir etwas von deiner Last nehmen? Was meint ihr damit? Als ich deine von Hass erfüllten Augen zum ersten Mal sah, da wusste ich, dass dir mit Wissen und Techniken allein nicht geholfen sein würde. Erst einmal musstest du dein Herz von bösen Gedanken reinigen und neu zu dir finden. Und dafür brauchtest du Zeit. Deswegen sollte er hier sauber machen? Du hast es erfasst. Was Will nach seiner Zeit bei mir widerfahren ist, weiß ich nicht. Aber es war offensichtlich schlimm genug, dass du es Sam nun heimzahlen willst. Und das wird sicher seine Gründe haben. Allerdings dürfen Chocobos nie ein Mittel zur Rache sein. Sag mir, aus welchem Grund züchtest du eigentlich Chocobos? Vermutlich, weil ich es so geliebt habe, wenn Papa und Mama stundenlang Geschichten über Chocobos erzählten. Und unsere Ausflüge auf Chocobos haben mir auch immer riesig viel Spaß gemacht. Deshalb wohl. Gute Gründe. Du darfst sie nie vergessen. Hörst du? Sam hat es sicher auch auf den Gold Cup abgesehen. Aber lass dich von deinem Zorn nicht vom Wesentlichen ablenken. Ja, Meister. Danke für alles. Ich gehe zurück zum Gold Saucer und treffe die letzten Vorbereitungen fürs große Rennen. Als Reiter trage ich dich ein, Cloud. Mit dir im Sattel gewinnen wir den Gold Cup ganz sicher. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Gold Saucer zurück. Es gehört ja sowieso mit zur Mission. Okay. Hedwig. Danke für alles. Ja, kein Problem. Ich gehe zurück zum Gold Saucer und treffe die letzten Vorbereitungen fürs große Rennen. Als Reiter trage ich dich ein, Cloud. Was du hier machst. Hier im Sattel gewinnen wir den Gold. Wage es ja nicht, gegen andere Reiter zu verlieren, nachdem du über mich triumphiert hast. Natürlich nicht, Nee, auf jeden Fall, ich glaube, die Story, die führt uns sowieso wieder zum Gold Saucer zurück, weil wir da, glaube ich, noch die nächste Hauptmission haben. Und da können wir vielleicht dann auch noch so ein bisschen mehr im Gold Saucer. Vielleicht wird dann ja auch mal wieder ein bisschen was freigeschaltet. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass wir jetzt nochmal die anderen Areale, wo jetzt noch Missionen offen sind, dass wir die auch noch alle abgurken müssen, bis wir dann zum großen Finale kommen. Denke ich mal zumindest. So, lass uns einmal ganz kurz gucken. Ich habe doch, glaube ich, Esper-Kristall haben wir durch. Das heißt, ich würde jetzt nochmal mir die Esper holen. Also, was heißt Esper holen? Das klingt so einfach. Ich muss erst mal sehen, ob wir überhaupt gegen... Bist du auch gewinnen hier, können. Um mehr über Chocobos zu erfahren, Cloud? Nein. Als ich hörte, dass der legendäre Chocobo-Weise hier ist, bin ich sofort hergeeilt. Ein so prunkvolles Anwesen hatte ich allerdings nicht erwartet bei einem Einsiedler. Yeah. Sogar ein Swimmingpool ist vorhanden. Das ist schon geil, ja. So, Materieentwicklung gucken wir einmal. Meteorit. Oh, warte, Meteorit. Was ist denn dunkle Künste? Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit dunkle Künste, erhöht die Attacke von Fertigkeiten. Bei ihrer Ausführung werden dafür eigene TP verbraucht. Okay. Kooperation. Aber Meteorit finde ich auf jeden Fall schon mal geil. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. MP-Absorption. Ja gut, nehmen wir mit. Achso, auf Lager haben wir noch ein 40, 70. Ah, dunkle, nehmen wir dunkle Künste mit. Aber es kostet uns halt selber TP, ne? Finde ich immer etwas ungeil. Hm.
Na gut, nehmen wir mal sonst mal das mit. So, aber ich wollte eigentlich Kampfsimulator und dann halt die Esper. Ich wollte mir dann Odin holen. So, das müsste dann wahrscheinlich die letzte Esper sein. Odin! Odin, einmal ein Fight. Wir machen uns da natürlich wieder die... Es sieht schon fett aus mit dem fetten Roster, ne? Schwächungsstufe 3 machen wir natürlich. Wir nehmen wieder Cloud. Wir nehmen Barrett. Und ich würde ganz gerne noch Yuffie mitnehmen. Vielleicht als Distanz. Als Distanzkampf. Macht das Sinn? Aber wir haben jetzt keinen Heiler dabei, ne? Na gut, Barrett kann, glaube ich, heilen. Wir versuchen es mal mit dem Yuffie. Wenn das nicht klappen sollte, dann nehmen wir sonst wieder Aerith mit. Oder Tifa oder mal gucken. Erstmal testen. Das ist mein... Oh, gleich die Fresse gekriegt. So, einmal bitte Cloud, einmal bitte Fertigkeit, maximale Wut auf Odin. Ich bin so, au. So, einmal ganz kurz Analyse bitte. Auf Nummer. So, du hast gar keine Schwächen. Das würde mich auch wundern. Nicht mit mir! Neuer Versuch. So, Fertigkeiten. Oh, das ist nicht gut. Na gut. So, wir machen einmal noch Magie. Itaga. Ja. Yuffie darf und Yuffie wird. Keine Mist. Ach so. Mist, aua. So, einmal bitte Magie. Ne, wir haben doch tatsächlich keine Heilung bei ihm mit. Das ist schade. Machen wir Courage auf. Scheiße. Ich krieg auch immer auf die Fresse von ihm. Los geht's. Das wird so nichts. So, Mutangriff. Das war's dann. Ah. Keine Chance. Neuer Versuch. So, einmal. Fertig kann ich mal nur einen Ticken leiser, glaube ich, gerade. Maximale Wut oder Schockschuss. Yuffie macht nochmal auf Odin. Und für mich einmal nochmal Magie. Wollen wir nochmal das volle Paket nehmen? Eine Auffrischung. Au. Oh, Alter, ist gut jetzt. Los geht's. Oh, oh. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Alter. Was? Da springt er mal eben da oben hin und macht mal eben 10.000 Schaden, oder was? Bitte was? Wie soll ich das denn blocken? Wie? Also ich glaube, da müssen wir mit ein bisschen anderer Strategie, glaube ich, beigehen.
Ich habe auch schon nie etwa eine Idee, wie wir das machen können, aber das ist ja trotzdem richtig anders, ja? Volle Konzentration. Okay. Verdammt! Ja, danke. Keine Ah, ich kann nicht ausweichen, das ist egal. So, einmal Magie. Vita, machen wir gleich mal. Mein Einsatz. Ja, natürlich hat er wieder geblockt. So, Fertigkeiten. Oh, was ist das denn? Warum macht er das denn jetzt schon? Ey, ganz im Ernst, wie soll ich das blocken? Wie soll ich das blocken? Wenn er macht mehr oder weniger unendlich Schaden, was soll ich da machen? Ich weiß nicht, wie ich das blocken soll. Da kann ich ja nur versuchen, irgendwie nichts überstürzen. Roger, ich übernehme. Ein Barrett-Spezial. Was soll der Scheiß? Auf die Trille. Au. Übernimm du. Jetzt hab ich ja das Sagen. Stets zu Diensten. Pass mal auf. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Dann zeig mal, was du willst, wie der aufgewühlte Ohr. Verzieh dich! Nicht übertreiben. Jetzt gibt's eine Lehrstunde. Ja, wie soll ich das verhindern? Wie soll ich das verhindern? Ich weiß nicht, wie ich das verhindern soll. So, ich mache noch einen Versuch. Dann breche ich sonst ab, weil das hat keinen Sinn. Das hat gar keinen Sinn gerade. Ich nehme mal Tifa nochmal mit.
Weil ich weiß auch gar nicht, wie ich das blocken kann. Oder wie ich halt diesen Angriff vielleicht deaktivieren kann. Weil ist das eben der Trick. Dass man halt, wenn er sich halt auflädt. Was? Au, klar. Ja. Keine Chance. Das wird so nichts. Ich leg los. Ja. Wurde schon ungeduldig. Wie schmeckt dir das? Tausend Schuss und kein John Horner. Zieh dich zurück. Das sollte sein. Was können wir? Dann können wir irgendwas machen. Alle Hände übernimm du. Es geht los. Das sitzt. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Du bist am Zug. Ich übernehme. Verzieh dich. Dann übernimm. Warte mal, hat mir. Achso, Synchro-Fertigkeit, warte. Jetzt ist recht. Ja, jetzt macht er nämlich. Das war's. Nimm das. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das retten soll. Wenn er das Ding auflädt, dann sind wir tot. Okay, alles klar. Ja, hat keinen Wert, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen kann, das Ding. Vor allem, es kommt relativ früh. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Ich weiß nicht, wie ich den knacken kann. Oder ob es vielleicht irgendwie. Jo gut, mir fällt gerade ein, es gibt vielleicht eine Möglichkeit. Es gibt doch diesen Anhänger, wo man sich pauschal wiederbeleben lassen kann oder irgendwie sowas. Da müssen wir mal gucken. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten ich wüsste es nicht. Keine Ahnung. Also. Ja, absolut nicht. Also, da müssen wir irgendwann später nochmal gucken. Die Kampfdaten einer Niederlage helfen mir bei meinen Forschungen. Ja, das ist fein für dich, aber... Sag mal, Cloud. Nee, ist mir vollkommen Wurst. Was ist eigentlich... Ja, ist mir egal. Ist mir egal, ich höre dich nicht, nein. Das dieses Folgeblubber. So, okay, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann müssen wir eben mal gucken. Wir machen erstmal hier weiter. Ist zwar ein bisschen deprimierend jetzt, aber was soll's. Ich habe jetzt auch keine Lust, da 5 Stunden rumzuprobieren in der Folge. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen kann. Ich weiß es nicht. Ich muss ja irgendwo diesen Auflademechanismus oder wenn er diesen Move macht, wenn er sich auflädt, muss ich das ja idealerweise irgendwie... Muss ich das ja irgendwie blocken können. Oder ich müsste zu dem Zeitpunkt schon irgendwie einen Schockmodus kriegen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind hier komplett verkehrt. Hier geht es mich dann schon wieder rechts rüber. Ne, da kommen wir nämlich genau da wieder hin, wo wir gerade waren. Ne, ich glaube, wir müssen hier über den See rüber, das kleine hier. Oh, warte. Ich glaube, wir müssen hier durch. Ach, wir müssen 50 sammeln. Ach, du Scheiße. Dann lag ich ja gar nicht so verkehrt mit 60 sammeln.
Feindesgebiet betreten. Nipper satter Wurm. Mit Schock ist aber hier noch nichts. Okay. Mal ein bisschen leiser. Ja, das machen wir auch tatsächlich nochmal ausnahmsweise, weil ich will ja eigentlich noch ein bisschen... Diese Daten sind viel zu wertvoll für so einen Zweck. Wieso das denn, Spielverderber? Ich habe aus den Daten bereits eine Kampfsimulation erstellt. Wenn es deine Zeit erlaubt, dann kannst du sie dir gerne ansehen. So, können wir das nochmal machen? Kampf wiederholen. Vielleicht sollten wir die auch einmal vorher scannen, damit wir vielleicht den Schwäche mal rausfinden. Die haben ja nicht so viel Wumms. Seltene Q-Wildungsspezies identifiziert. So, warte mal, wir müssen einmal Analyse. Kann nicht schaffen. So, Eis kannst du nicht ab, okay. Eis, hast du keinen Bock drauf? So, ich muss mich jetzt mal heilen. Gegenstände, Super Spray, Elixier, MP vollständig. Ja, finde ich jetzt aber. Gibt es nicht doch dieses Hyper? Ich meine, guck mal, das sind. Ja, gut, das sind aber auch wieder, wenn ich jetzt mal so gerade mal so sehe, jetzt Allheilmittel. Megatrank, ja, gut. Ich geb nicht auf. Volle Okay, sehr schön. Ja, sehr gut. Keine Chance. Volle Kraft. Schluss jetzt. So, machen wir nochmal ein Limit rein. Welche letzten Worte? Das war ein exzellenter Kampf! Auf so einen Sieg kann man sich etwas einbilden! Naja, geht so, ne? So stark waren die Gegner jetzt nicht. Aber egal. So, haben wir. Dann haben wir hier noch die Protosubstanz. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber das ist auch das Einzige. Hier ist noch der Boss, den müssen wir noch machen. Hier können wir auch noch mal hin. Dann haben wir nämlich hier noch den Fight. Dann switchen wir nämlich da gerade hin. Und dann machen wir auch den Fight noch. Ich weiß nicht, wie ich Odin besiegen soll. Es wäre höchstens die Möglichkeit, dass wir vielleicht irgendwie durch irgendwelche Materia oder sowas, zum Beispiel Magieabsorption, oder dass wir irgendwie so mit so einem Trick ihn besiegen können. Oder irgendwie, dass wir automatisch wiederbelebt werden. Es gibt auch, glaube ich, so eine Materia, wo man einmal im Fight einmal wiederbelebt werden kann. Ich glaube, das gibt's ja, glaube ich. So, wir müssen hier irgendwie raus und nach rechts. Irgendwie müssen wir da lang. So. Na, sind das die beiden Nasen? Aber wir holen uns jetzt mal ganz kurz nochmal das Gras.
Einmal kurz das Gras holen. 50 brauchen wir jetzt insgesamt. Haben wir hier auch noch ein bisschen? Ah, guck mal, hier haben wir noch. Da haben wir noch eine Höhle. Das könnte interessant werden. Es sei denn, da ist der Pfeil drin. Schön. Sehr gut. Noch 14. So, oder müssen wir hier rein? Kann auch sein, dass wir hier rein müssen. Vielleicht ist hier auch noch ein bisschen Gras. Grotte. Ah. Achso, hier gibt es einfach... Okay, gut, hier gibt es einfach einen Schatz. Auch in Ordnung, auch okay. Valkyrenrei. Oh. Das klingt erstmal nett. 3300 Gil. Okay. Das hat sich dann doch mal gelohnt hier. Drei von drei oder ein Rubin. Ja, siehst du mal, das hat sich doch wirklich gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. So, ich glaube, euch muss ich besiegen, aber warte mal. Ach, du Scheiße. Mein Einsatz. So, dich habe ich. Waren hier nicht noch eben noch große? Ne, die sind da hinten, okay. Na gut. So. Oh, wir sollten uns vielleicht mal heilen, ne? Das wäre vielleicht mal eine geile Maßnahme. Lass uns mal... Achso. Ja, ich habe dich schon gesehen. Ich wollte eigentlich auch tatsächlich da hinten hin. Ich glaube, die Hakennasen, die muss ich gleich weghauen. Sind doch die. Nee, die sind tatsächlich eher da. Hm, okay. Na gut, die machen wir trotzdem noch gleich hier. Nee, warte mal, erstmal den hier. Erstmal den. So, da kriegst du natürlich auch noch deinen Knuddler, wie sich das gehört. Ja, fein! So. Mach mal lecker heilen noch. Und beweg dich mal jetzt. Das benutzen natürlich. So. Puh. Die gehen relativ leicht von der Hand. So, dann machen wir euch jetzt noch, euch drei. Ganz kurz gucken. Aero. Ich würde mal sagen, ich würde einfach mal pauschal mal versuchen, Aero auf den anzuwenden. Weg. Ja, klar, gleich 3000. Alles klar. Super Ether, Elixier. Jetzt wird das nichts. So, Aerith. Einmal Magie, bitte Aero auf auf den anderen, auf den. Ich bin bereit. Das wird so nicht. Ja, kriegen wir 3000 gedrückt, natürlich.
Regina, machen wir Regina? Wir machen nochmal Regina rein. Und war nicht gut. Los geht's. Oh, weg, 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 weg. Übernimm du. An die Arbeit. Synchro-Fertigkeit. Spiralsprung. Verbraucht MP temporär. Furios. Gegen Felcher wieder. Cloud, einmal Magie. Und dann eigentlich ganz gerne noch immer Vita. So, Aerith, bitte einmal Fertigkeiten. Subspirit war das. Ah, nee, das war nicht das, was ich suche. Was war denn das? Donnernde Welle, Gebet geht gerade nicht. Ja gut, dann machen wir sonst Gegenstände. Einmal Superspray, Mixtrank, Megatrank auf... Ach, Tifa ist eigentlich ganz gut versorgt momentan. Ja, dann machen wir dann doch erstmal Fertigkeiten. Chrono... Immer auf die Klöten, immer auf die Klöten! Wir müssen wechseln. Wenn ich jetzt arbeiten wir im Team. Lass mich mal. Nee, Cloud wollte ich nicht. Wen wollte ich denn? Achso, die haben schon eingelöst. Das war's dann. So. Viecher besiegt. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz uns einmal heilen. Ich hoffe, wir haben noch genug Kissen, sonst müssen wir gleich noch mal welche synthetisieren. Das waren aber auch nicht die Viecher, die wir gleich in der... im Fight erledigen müssen. Das waren einfach nur irgendwelche anderen Hakennasen. Müssen wir gleich noch mal gucken, welche das sind. So. Ah, die hatten auch ganz, ganz fiesen Angriff. Da haben wir dieser komische Murmel, damit der sie uns angegriffen haben. So, wir müssen wir da irgendwo rein. Ich glaube, wir müssen da oben hin. Da wird es nämlich da grün. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich glaube, da müssen wir hin. Da müssen wir einmal hin. So, einmal. Ich glaube, wir müssen hier vorne einmal irgendwie rüberschweben. Da wahrscheinlich einmal hin. Oder auch nicht. Da oben müssen wir irgendwie hin. Frage ist, wie kommen wir da hin? Obwohl, wir könnten eventuell... Ach, wir müssten noch, warte mal, es müsste eigentlich ja gehen. Wir müssen wahrscheinlich da rein. Ich hatte da jetzt auch nicht gesehen, dass es irgendwie nach oben geht da an der Stelle. Da müssen wir wahrscheinlich hoch hier. Da wo es grün wird. Komm, Wasser, 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 gib mir Wasser.
So. Jetzt sind wir richtig. Warnung. Giftiger Drache. Ach nein. Okay. Einer. Rufe Datenverzeichnis auf. Fähigkeit zu fliegen finde ich nicht gut. Aber passt ganz gut. Auf Nummer 6. So, einmal neuer Versuch. So, einmal Eis. Hast du Eis an Bord? Hast du. Je nachdem, welche Art von Insekten zeigt sich, was ich kann, ändert sich daher auch die Zusammensetzung und die Wirksamkeit. Hat kein Eis. Nee, aber sie hat vielleicht eisige Welle. Zieh dich zurück. Heiß. Ja, machen wir großartig. Erstarre! Was soll das? Verrecke, was? Es wird kalt. Das wird so nicht. So, Fertigkeiten. Nein, nicht donnernde Verkettung, sondern eisige Verkettung. Erstarre! Ich bin bereit. Nicht mit mir! Dampfe Stimmung auf den Ring! Erfriere! Ich? Nicht übertreiben! So, Magie. Eisgar hätte sie, aber... Hoch einmal zwei. So, jetzt können wir nochmal Eisgar mal reindrücken. Ja, jetzt haben wir den Schock. Da wollte ich ihn haben. Ach, ich habe null. Ah, okay, scheiße, habe ich genau das Falsche ausgewählt. Das war ich habe nichts anderes erwartet. Mein Eis. Jetzt. Beschwören. Wir wollen beschwören. Wir beschwören nicht. Wir machen einfach normal Magie. Ach, kann ich ja wieder nicht. Eisige Verkettung. Ich zähle auf dich. Ich leg los. Beschwören, Aerith. Tiefe auch nicht? Oder hatte ich die gerade. Hatte ich schon gerade ausgelöst, okay. Kannst du über mich? Ich mach das. Überlass das von mir. Ja. Wir haben übrigens aber noch einen Fehler gemacht. Los geht's. Das wird so nichts. Nee, das wird tatsächlich so nichts. Naja. Es wird kalt. Übernimm du. So, beschwören wollen wir nicht. Wie gesagt, auch da, da gibt natürlich Magie wieder nicht. Feuerimpuls, Eisimpuls. Weil das Problem ist, wir haben gleich pauschal den Schock ausgelöst. Auch. Beschwören wollen wir nicht. Können wir wieder Magie? Ja, können wir. So, Cloud, Aerith, Synchro nochmal rein. Göttliche Strafe. Limitstufe plus. Oh, Limit. Eiskalt. Hohoho, das war aber noch innerhalb des Limits. Nächstes Mal steht
Ja, aber das Problem ist, wir haben keine Schockanfälligkeit hervorgerufen. Wir haben ihn ja gleich direkt in den Schock reingeballert. Ey, ist egal. Was soll's? Die Kampfaufträge für die Nibelregion sind hiermit abgeschlossen. Sicherlich auch dank meiner guten Führung. Ja, natürlich. Du meldest dich eindeutig zu oft zu Wort. Ich werde deine Sprechfrequenz rekalibrieren müssen. Hast du das gehört, Cloud? Das ist ein Eingriff in die Redefreiheit. Natürlich. Auch dieses Mal ist es mir übrigens gelungen, eine neue Kampfsimulation zu erstellen. Sie kann sich wirklich sehen lassen. Also schau sie dir unbedingt an. Ja, okay, das fighte ich jetzt aber trotzdem nicht nochmal, nur weil mir jetzt die Schockanfälligkeit fehlt. Das scheiß drauf. Machen wir es nicht. Was wir machen können, wir haben einmal das noch offen. Also wir haben jetzt noch die Schwarzkunden am Flugplatz haben wir noch über. Dann hatten wir, ja gut, ich meine, Odin ist ja flächenunabhängig. Das ist ja egal, das können wir weiß der Geier wo machen. Und dann haben wir noch den Fight gegen weiß der Geier wen. Da können wir uns schon mal hinporten. Ne, Moment. Ja doch, da können wir schon mal hinporten. Und dann holen wir uns noch in der nächsten Folge noch das Gras. Dann holen wir uns noch den Boss. Und mal sehen, was wir dann machen. Ob wir dann nochmal versuchen, irgendwie gegen Odin zu fighten. Ich muss mir echt nochmal in die Materie nochmal reingehen und in die allgemeine Einstellung, was man so eben hat, also alles hat. Ob wir uns irgendwie durch eine Materie irgendwie schützen können. Weil ich wüsste sonst nicht, wie wir das hinkriegen. Ich meine, es gibt ja auch Materie, wo du kannst da halt zaubern mit Barriere und sowas. Das kannst du auch eigentlich machen. Aber ob das uns tatsächlich hilft gegen unendlich Schaden, weil 9999 Punkte, das ist ja dann schon eigentlich unendlicher Schaden, den wir da erleiden. Also von daher glaube ich nicht, dass wir mit so einer einfachen Strategie dagegen anlaufen können. Aber okay, sollen uns jetzt erstmal nicht stören. Ich mache mir darüber Gedanken. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Final Fantasy 7 wieder und ich hoffe, dass diesmal der Ton mit drauf ist. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.